zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video von mir. Ich werde heute Entweder-Oder spielen, weil viele sich das gewünscht hatten, sowohl bei meinem Instagram als auch bei YouTube in den Kommentaren. Ich wollte euch sagen, dass ich mir natürlich das Feedback zu dem Mikro sozusagen, eher gesagt, zu dem Ton angehört habe. So. Ich hab jetzt wieder Deutsch in meinem Mut. Ich habe noch vor kurzem gerade auf Italienisch telefoniert, deswegen. Aber genau, ich hatte mir ja die Kommentare durchgelesen wegen dem Ton, der war ja nicht so gut. Und das stimmt, das hatte ich ja extra auch gesagt, weil ich halt mit einer anderen Kamera aufgenommen habe. Aber ich habe ja in den Tagen das versucht zu lösen und das habe ich jetzt auch gelöst. Also ich hoffe, ihr findet den Ton jetzt besser. Und genau. Ich finde das mega. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, das erste Entweder-Oder ist discovering something good and teaching it or discovering something bad but fixing it. Boah, ich finde, das ist schwer. Weil ich finde, was Gutes zu entdecken und das auch noch jemandem beibringen zu können, das ist halt schon so nice. Weil, ne, man entdeckt was Gutes und kann das auch jemand anderem weitergeben. Das ist so meine Sache. Aber was nicht so Gutes entdecken und versuchen, das wieder hinzubiegen, ist auch gut. Ich meine, man entdeckt was, was nicht so gut ist und versucht es zu verbessern, so dass es halt keinen schadet. Hm. Nee, ich bin, glaube ich, für discovering something bad by fixing it. Yeah. Gut. Earning $5 every day the rest of your life or earning $149 in one day. Aber würde ich sagen, earning 5 Euros oder so, oder Dollars, wie auch immer. In meinem Fall Euros, also Geld. Also Geld. Ich meinte natürlich Euros. Jeden Tag bis am Ende meines Lebens, weil dann habe ich ja viel, viel mehr davon, als nur 149 Euro zu bekommen in einem Tag. Eating 300 Donuts in one hour for 2000. 250. Boah, ich hasse das. Warum habe ich das auf Englisch gemacht? Das gab es nicht auf Deutsch. 250 Euros. Oder Dollars in dem Fall gerade. Or drinking 1 liter of thyroid milk for 50 Euros. In dem Fall, weil nicht Dollar bei mir ist. Wow. Das ist schwer. Also, es heißt, oder jetzt 300 Donuts in einer Stunde zu essen für 250 Euro. Oder ein Liter Milch zu trinken, aber nicht, also saure Milch, die natürlich abgelaufen ist, denke ich mal, für 50 Euro. Ja, aber 300 Donuts in einer Stunde essen? Boah, das ist viel. Da muss ich mich ja übergeben. Ja, aber die saure Milch ist ja auch nicht besser. Könnte ich gar nichts wählen? Weil ich könnte das irgendwie... Dann lieber die Donuts, dann kann ich mir zumindest das Dressing aussuchen. Ich bin eh so ein Donuts-Junkie. Smiling when something bad happens or looking sad when something good happens. Boah, das ist schwer. Stellt euch mal vor, wenn irgendwas Gutes passiert, dann guckt ihr einfach richtig sad und wenn was Schlechtes passiert, fängt ihr an zu lachen. So bei einer Beerdigung fängt ihr dann an zu lachen. So. Und alle denken sich so, was hat die denn für einen Knall? Boah, das ist schlecht. Ich würde dann eher sagen, so looking sad when something good happens, weil... Dann kann man einfach nur wieder Außenseiter wirken, weißt du? Weil wenn was Gutes passiert und man guckt einfach nur traurig, dann denken die sich, ja okay, dann ist der einfach komisch. Aber das andere ist einfach krank. Good. Living in the USA or living in Canada? Ja, living in the USA. Aber Miley Cyrus hat ja einen Song darüber geschrieben. Und ich würde sagen, USA. Not being able to talk again or not being to have sex again. Können wir das mal verlassen? Also ich bin so eine Maus, ich muss immer lachen, reden. Und not being able to talk again, das wäre für mich fast unmöglich, weil ich immer rede. Ich rede immer. Ich rede im Schlaf, ich rede die ganze Zeit. Also mein Leben besteht aus Reden und mein Alltag sowieso. Also not being able to talk again. Ich meine, es gibt ja nicht nur Sex im Leben. Ne? So. Being the best cook in the world. Cook.
habe ich nur das Gefühl, das Spiel komisch. Komisch. Also, oder ich kann kein Englisch. But never trying your own food. Or not being able to cook again, but eating well. Ja, ich kann sowieso nicht kochen, also wäre ich eher not being able to cook again, but eating well. Living in the real world or living in a fantastic medieval world. Das ist der medieval world. Ich lebe jetzt eh im echten Leben, also living in the real world. Enemies serious or real people serious? Also ich gucke generell keine Animes, also würde ich eher gesagt sagen, real people serious, keine Ahnung, Leute. Kann mir jemand bitte Englisch teachen? Danke. Living in your favorite house, but in a horrible neighborhood. Ha! That's me! Meine Nachbarn hassen mich alle. Also ich lebe wirklich in ein richtig tolles Haus, muss ich ehrlich sagen. Aber meine Nachbarn hassen mich. Also alles gut. Horrible neighborhood, davon kann ich einen Song schreiben. Or living in your favorite neighborhood, but in the worst house. Nee, ich nehme living in your favorite house. Also lieber in einem geilen Haus leben und dann hassen dich die Nachbarn oder du kommst mit denen nicht klar. Als so ein Haus zu leben, was voll schrecklich findest, aber hast tolle Nachbarn. Ich meine, ich lebe ja nicht bei den Nachbarn, ich lebe ja bei mir zu Hause. Was für ein Ding. Not being able to have kids and adopting two, finde ich cool. Or having four biological kids. My God, my English is so worse. Wie heißt das? Ja, worse. Horrible, keine Ahnung. Okay, ich finde, ganz ehrlich, wenn man schon keine Kinder bekommen kann und man zwei adoptiert, das finde ich gut. Ich finde das gut, wer das macht, das finde ich echt cool, weil ganz ehrlich, es gibt Kinder, die haben keine Eltern und haben auch das Recht auf eine Familie. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn ich keine Kinder bekommen könnte, not being able to have kids and adopting two, because selber vier Kinder biologisch zu bekommen, das wäre mir zu viel. Also vier Stück. Also, ich bin böse gemeint. Also wer das hinkriegt, Hut ab. Also ich meine, in der Familie meines Vaters sind das ja fünf Geschwister. Also stellt euch mal vor, was sich da meine Oma gedacht hat. Okay, das waren auch andere Zeiten, man hatte nichts zu tun. Ich glaube, die dachten sich so, es ist schon nichts zu tun, dann lass einfach ein bisschen Ruhe vorgehen. Habe ich das gerade echt gesagt? Kann man das sagen auf YouTube? Ist auch egal, ich bin ehrlich zu euch. Gut. Find true love, but being poor. Also die richtige Liebe finden und dafür aber, also die wahre Liebe finden, dafür aber sehr arm sein. Or being a billionaire, but never find the love. Heißt, oder ein reicher Mann zu sein, ein Billionaire, also, ne? Aber nie die richtige Liebe zu finden. Darf ich ehrlich sein, das ist so ein Thema. The true love, ja? Wie oft haben wir das in unserer Welt? Ich finde, wahre Liebe ist so, so schwer zu finden. Und das meiste ist immer so ein Reinfall irgendwie, habe ich das Gefühl. Und ich bin ein Fan von Liebesgeschichten etc. Ich glaube auch, dass es... Boah, wie es regnet. Dass es Einzelfälle gibt, wo es wirklich wahre Liebe ist, aber... Darf ich ehrlich sein? Dann lieber being a billionaire, but never find the love. Because die hier, die gibt's immer. Also ich weiß, dass ganz viele von den Deutschen das nicht kennen. Die hier sind in Italien le corna. Das heißt, dass man sozusagen, dass man einfach mal fremd geht. Und le corna haben fast jeder. Also jeder hat dieses... Ich glaube, man ist jeden Mal fremd gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gibt oder... Leute gibt, die zu mir sagen, nee, mir wurde noch nie fremd gegangen. Also ich gehe davon aus, die wissen es nicht, aber ich gehe davon aus, keine Ahnung, dass jeder die hier hatte. Genau, weiter. Somebody telling you that you have been cheated. Ha, da sind wir gerade beim Fremdgehen. Haben wir gerade noch kurz drüber geredet. Or never knowing the truth. Ganz ehrlich, ich finde es viel besser, wenn ich weiß, dass mir jemand fremd gegangen ist. Finde ich viel besser, als durch die Weltgeschichte mit zwei Hörnern zu laufen. Wisst ihr, was ich meine? Also die ganze Zeit es nicht zu wissen und sich so zu denken, ah, oh, hab eine tolle Beziehung und hinten rein ist es irgendwie so, der geht dir die ganze Zeit fremd. Also dann lieber the truth. So, being 10 years old the rest of your life. Oh, das heißt 10 Jahre alt sein die ganze Zeit. Das ganze Leben lang. Wow. Or being 50 years old the rest of your life.
Okay, das ist schwer. Oder 10 Jahre die ganze Zeit alt sein und nicht älter werden. Oder 50 bleiben und halt. Ich meine, 50, da fängt das Leben doch auch noch an, oder? Die ganzen 50er Leute. Schwer. Also 10 ist halt so, man hat keine Probleme, man lebt sein Leben so, aber man kann dann auch keinen Führerschein haben. Das heißt, man bleibt immer so, Mama, Papa, helft ihr mir? Nee, dann lieber 50 years oder so. Ja, dann lieber 50, ganz ehrlich, weil dann habe ich meinen Führerschein, kann mein Leben ja trotzdem weiterleben, kann dann noch Kinder kriegen und kann noch meine Träume erfüllen und mit 10. Was willst du da mit 10 erfüllen? Dass du in der ersten Klasse bist oder in der vierten Klasse ist man mit 10? In der ersten, oder? Dass ich dann irgendwie eine Schulfreundin habe oder einen Schulkamerad. Nee. 50 ist besser. Gut. Your partner watching a video where you are cheating on him or her, sozusagen. Or watching a video where your boyfriend, girlfriend cheats on you. Nee, dann lieber watching a video where your boyfriend, girlfriend cheats on you, ganz ehrlich. Ich finde es viel besser, ein Video zu sehen, wo mein Boyfriend oder my girlfriend sozusagen mir fremdgehen, als wenn er eins von mir sehen würde. Weil dann wäre ich ja die fremdgeht und das finde ich jetzt nicht so nice. Aber ich will auch nicht, dass man mir fremdgeht. Boah, Leute, das triggert mich voll, das Spiel. Ha! Ich weiß nicht. Also ich würde eher sagen, ja, watching a video where your boyfriend cheats on you. Having sex every day in your life or having sex only once a month? Only once a month. Also jeden Tag Sex haben, das wäre ja ein passender Job. Leute, warum reden wir über solche Sachen gerade hier? Das wollte ich gerade gar nicht erreichen. Aber das Spiel ist so, wirklich. Können wir das überspringen, bitte? Ja, ich überspringe das. Weil, keine Ahnung, jeden Tag Sex haben, ich weiß es nicht, also. Ich würde ja gerne über Intimeres sprechen, aber ich bin jetzt gerade nicht so in der Storytime dafür, also nein. Wir überspringen das. Ah, okay. 20 Zentimeter größer als dein Freund oder 20 Zentimeter kleiner als deine Freundin. In dem Fall bei mir Freund, also größer sein als mein Freund. Hä, ich bin doch schon klein. Ich bin doch schon klein. Kleiner geht doch gar nicht, oder? Oh, 40 Kilogramm fetter sein. Ich würde dann sagen kleiner, also ich bin schon kleiner. 20 cm werden die ist bei mir auch nicht so. Also, never wearing your underwear again or wearing only used underwear. Oh Gott, ekelhaft. Ich würde dann eher sagen, keine Unterhosen mehr tragen, als irgendwelche benutzten Unterhosen zu tragen. Ist ja ekelhaft. Your partner having bad smell from his mouth. Mouth. Ist auch geil. Or your partner having bad smelling feet. Bah. Ich finde, wenn einer vom Mund stinkt, das geht gar nicht. Das ist für mich so ein Abturner hoch 10, das geht gar nicht. Aber wenn die Füße stinken, finde ich es genauso ekelhaft. Schon triggert mich gerade. Ich würde eher sagen, die Füße, die sollen dann lieber stinken. Ich meine, nach einem Arbeitstag ist das doch logisch. Und dann kann man das auf jeden Fall, kann er sich ja duschen gehen, dann stinkt das nicht mehr. Aber so, wenn du Mundgeruch hast, hast du einfach Mundgeruch. Das ist nichts, putze die Zähne, hast du nicht mehr, sondern Mundgeruch ist echt so, Mundgulli ist Mundgulli. Not being able to kiss your partner again or not being able to hug your partner again. Nein. Ich finde beide schlimm. Ich will sowohl ihn küssen als auch ihn kuscheln. Aber ich würde dann die Umarmungen weglassen. Ich bin so, ich muss jemanden küssen. Never eating chocolate again or never eating cheese again. Ja, dann never eating cheese again. Nein, stopp! Käse. Käse ist geil. Ich liebe Käse. Aber Schokolade ist auch geil. Also dann doch. Oh, das ist schwer. Beides nicht. Traveling all over the world but never being able to come back to your country. Okay. Or never leaving your country. Nee, dann würde ich sagen, traveling all over the world but never being able to come back to your country. Because ich bin so ein Typ, ich muss die ganze Welt reisen. Ich muss immer all over the world sein. Und nur in meinem Country heißt nur in Germany zu bleiben, das wäre für mich Horror. Also wirklich, geht gar nicht.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das mit dem Audio hat sich jetzt auch verbessert, denn ich habe mir echt Mühe gegeben. Und genau, falls ihr noch ein paar Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich möchte euch nur noch sagen, dass am Samstag solltet ihr alle aktiv auf meinem Instagram-Kanal sein, Luna Farina. Denn ich werde 24 Stunden von Instagram sozusagen rumkommandiert, was ich machen soll. Also 24 Stunden bestimmt Instagram mein Alltag. Und ihr könnt gerne da mitmachen. Und mal gucken, was das wird. Ich bin sehr gespannt. Und das werde ich dann als nächstes auch posten als YouTube-Video, denke ich. Wenn nicht, was dazwischen kommt. Genau. Und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Und ich habe euch ganz so lieb und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, falls ihr es tagsüber anschaut. Und falls ihr es abends anschaut, dann einen wunderschönen Abend. Hab euch lieb und ciao!